Ja, servus und hallo. Ich wollte euch heute einfach mal ein Programm zeigen, mit dem man auch Bilder manipulieren kann. Ihr seht hier oben Image Manipulation Programm. Das ist so ähnlich wie Photoshop und ja, wollte ich euch einfach nur mal vorstellen. Das heißt GIMP und ist eigentlich für Linux gedacht, aber es funktioniert jetzt auch für Windows. Ja, da kann man hier zum Beispiel einfach einfach mal mit einer Spurpistole was schreiben. Ja, so heißt das Programm. Und man könnte jetzt auch einfach hier mal die Größe verstellen. Kann man das nochmal nachspuren. Und ja, das ist eigentlich ein an sich ganz gutes Programm. Da kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, das mag ich nicht, muss ich nochmal auswählen. Hier, dann könnte ich hier auch einfach mal Hintergrund hinzufügen. Hier ist ein Zauberstab, habt ihr ja gerade gesehen, mit dem habe ich ausgewählt. Den kann man ganz gut auswählen und dann kann man hier auch einfach so auswählen mit einem Seil und dann auch seine Sachen einfügen. Da könnt ihr jetzt auch zum Beispiel rot machen und das so einfärben. Oder je nachdem könnte ich jetzt auch andere Dinge machen. Naja, ihr könnt es ja auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, dann seht ihr ja, was man alles mit dem Programm machen kann. Und man kann jetzt zum Beispiel auch andere Muster einfügen und ja, es mag im Moment nicht, weiß nicht, woran es liegt. Aber ja, okay, das wollte ich eigentlich nur zeigen.